Ach so, John Casey und der Vincent ist auch mit online sozusagen. Die ganze Zeit. Ja, ne, die haben ja Ferien. Und den nicht vorhandenen Zuschauern erstmal Hallöchen auf Twitch. Hi. Und auf YouTube natürlich. Hallo. Hi. Mit meiner Wenigkeit, die hier vor der Pixel-Generator namens Webcam stehne. Dann zu Besuch heute mal direkt live, nicht nur online. Ich. Bescheid. Kann genau. Ich gerade leider nicht zeigen. Ich glaube, dann will das auch nicht, dass ich das zeige, wie er da hockt. Will nicht wie du. Genau. Hackfresse ins Bild hängen. Und der Robert ist natürlich auch dabei. AK-Gegenstand, Bückstück, ja, hast nicht moin. Gesehen. Bückstück? Ey, reiß dich mal. Ja, was denn? Das Thema hatten wir das letzte Mal. Ich muss mal in Game Mode 1 gehen. Ja, ich bin gerade jetzt in Kando. Ich habe die Woche ein bisschen mal vorgelegt. Auf der Webseite sieht man dann noch die Bilder. Ich habe mal diese Brücke hier mal ein bisschen geändert. Ich hatte hier so eine Art, ich sag's mal, Versuch an Zugbrücke. Die habe ich aber wieder niedergerissen. Ja. Daniel, du kennst das ja auch noch, das alte. Ja. Ist jetzt mal ein bisschen geändert, nachdem wir bei dir schon mal die Römerbrücke gebaut haben. Ich nenne es jetzt einfach mal Römerbrücke. Das hat sich so festgegangen bei mir als Name. Habe ich mal hier nachgebaut zum Teil, ein bisschen anders aber mit. Und mal ein bisschen was Stabileres hier hingesetzt. Ansonsten, die Ecke ist bis jetzt geblieben. Weiter nach rechts drehe ich mich mal nicht, weil da kommen wir dann gleich noch dazu. Dazugekommen ist, dürfte dir bekannt vorkommen. Ist ein bisschen mit abgeändert, aber ja, was eh mal da ist und hier noch nicht vorhanden, das passt da mal rein. Ne? Danke für deine Arbeit. Hat der alte Klaue Heinz oder zugeschlagen. Nee, aber wie gesagt, es ist ein bisschen abgeändert. So, drinnen habe ich auch noch nichts weiter gemacht, ist halt noch dunkel. Innenausbau mache ich jetzt noch die kommende Woche. Ansonsten, ja, eine kleine Wassermühle. Ich mache auch hier richtig, versucht es zumindest eine Art Mühlenwerk hier reinzusetzen. So, dann hätten wir das. Dazugekommen ist auch dieses, ja, Etablissement, sage ich jetzt mal dazu. Ist auch so gewollt. Kommt noch ein Schild dran: Stundenzimmer 100 Euro. Sollte jeder wissen, was damit gemeint ist. Kneipe und, wie es der Shade gerade schon sagte, Puff in einem. Hier habe ich auch schon den Innenausbau gemacht. Kann man halt ordentliches Trinkgelage veranstalten. Wo ging's hoch? Hier ging's hoch. Ich muss da was mal überlegen. Und hier kommen wir dann zu den einzelnen Zimmerchen mit. Hm? So, ich sag ja, Stundenzimmer. Ich will die Kolibri-Suite. Die Kolibri-Suite gibt's ja nicht. Wir sind hier am Bahnhof, da gibt's keine Kolibri-Suite. So, hier oben haben wir da noch eine kleine gemütliche Lounge, wenn man sich so danach nochmal ausruhen muss für den nächsten Gang. Hier weiß ich noch nicht, was ich reinmache. Das überlege ich mir noch. Hier können wir die Kolibri-Suite reinmachen. Ist groß genug. Haben wir das auch schon geklärt? Ja. Hier hinten an der Ecke kommen so einzelne Gebäude. Moin. Ey, da ist er ja. 100 Euro die Stunde. Die ganze Nacht 500. Nee, ich doch nicht. Okay. Dann mach's raus oder trink was, bestell was. Sonst naus. So, machen wir hier wieder raus. Der letzte macht die Tür zu. Ja, hier haben wir auch mal ein bisschen dran gearbeitet mit den Sub-IDs. Auf der Karte erkennt man zum Beispiel das Mauerwerk gar nicht. Das wird nicht mit reingenommen. Ist aber, liegt daran, dass ich auf der Dünenmap halt kein Forge mit reinsetzen kann. So, ansonsten, was das hier an Holzpfosten betrifft, das sind eigentlich, das hat man ja schon mal in einem Video gezeigt auf YouTube, die Mauerwerke. Die werden auch auf der Karte als Mauerwerk mit angezeigt. Deshalb auch stets auf der Seite, bitte mit Forge und dem Texture-Pack arbeiten, weil dann kann man wirklich alles so zeigen, wie es ist, weil ich kann es ja, das liegt machen. Ja, das liegt ja nicht an Forge, das ist ja hauptsächlich Optifine. Ja, aber Forge mit Optifine funktioniert halt mit am besten. Ich nehme mal ganz kurz einen Standard, dass ihr mal seht, was ich meine. Ihr könnt quasi auch das Optifine ohne das Forge nutzen, das sollte genauso funktionieren. Wir nutzen das halt mit Forge meist. Oh Gott. Augenkrebs! Oh Gott. Und das ist das, was ich meinte. Das sind dann halt Mauerstücke und etc. Alter Schwede. Ach du Scheiße.
Nee. So was halt schnell lang aus. Ja, komm, ich hab schon beschissenere Häuser gesehen. Ja, die anderen will ich erst gar nicht zeigen. Ja, komm, lade. Mach hin. Boah, es dauert wieder. Die Umstellung jedes Mal. Stehen da die drei bei dir? Hast du was abgegeben? Ich habe insgesamt 3 Ressource-Packs gehabt davon. Mhm. Wo Version 1.2 stand. Die sind aber alles andere gewesen. Und hier habe ich selber noch mal ein bisschen was dran gemacht. Nein, bitte. Nicht abkacken. Sie Geduld haben, Junge. Jetzt, alles klar. So, jetzt sind wir wieder zurück. Oh, super. Gefällt mir doch schon viel besser. So, gehen wir mal weiter. Bahnhof, altbekannt. Das übliche Innenausbau noch nicht vorhanden. Dann kommen wir hier hinten zu einer, wie nennt man das, wo Wagen hergestellt werden, Kutschen. Da habe ich mir das zumindest mit überlegt. Es gibt einen Namen dafür, ich weiß es gerade nicht. Jedenfalls, es soll halt so ein Fabrikat sein dafür, die Kutschenwagen und sowas herstellen oder Gemeinwagen. Ich habe mich auch mal probiert an einer Art Wagen, gefällt mir aber ehrlich gesagt so wirklich nicht. Also die werde ich wieder wegnehmen. Du musst ja, am besten, du machst da noch ein Dach drauf, ne? Dann ist das so eine Art Sklavenhandel. Ja, wohl, doch, das könnte mir dann auch gefallen. Ja, so ein, ja, genau. Hier kommt auf den Gehen, ey. So, wir müssen einmal durch Bodor. Oder? Nee, wir gehen nicht durch Bodor, wir gehen durch zukünftige zweite Stadttor. Das muss ich auch noch ausarbeiten. Ja, hier gibt es jetzt einen Durchgang. Auch gut. Einfach mal ein Loch in den Mauer geschlagen. Das war gesprengt. Und das ist mir dann aufgefallen. So, hier hinten haben wir immer noch das altbekannte, nur dass wir die Bäume jetzt weggeschlagen haben. Also ich zumindest. Hier kommt noch der Minenanschluss hin in die unterirdische Mine. Das Herrenhaus hier, das bleibt weiterhin bestehen. Und hier hinten dieser Dorfabschnitt, der erst hierher kommen sollte, den habe ich weggemacht. Da habe ich jetzt, wie gesagt, Felder angelegt, wird auch noch ein bisschen rumgezogen. Die Fabrik, nennen sie jetzt mal, die bleibt. Die ist auch immer noch funktionsfähig. Nur das Haupthaus muss ich mal ausbauen, ein bisschen aktuell halten. Sieht nicht wirklich schön aus. Nee, das war halt mal Versuch vor gut 2 Jahren. Und das habe ich dann mal hier mit auf dem Server übernommen. Robert, bist denn du? Wenn du jetzt landen solltest, pass bitte auf, dass du nicht aufs Feld springst. Ja, ich weiß. Danke. Ganz doof. Ich muss mal den hier machen. Was passiert denn sonst? Ja, dann musst du neu anlegen. Das willst du doch. Was soll ich denn jetzt machen? Zeig mal. Nee, lass mal. Option, Grafik. Extreme. 32 FPS, das reicht. Ich will ein bisschen weiter gucken. Was ist denn hier los momentan? Ich glaube, meine Leitung spinnt wieder ein bisschen rum. Ich will nicht nur hier so Pupsel gucken. So aufgedeckt werden hier. Aufdecken, aufdecken, aufdecken. Es ist ein großes Feld. Alles, also. Ich weiß nicht. Was? Also ich sehe alles. Bei mir gar kein Problem. Ja, ich habe doch gerade mein Texturpack geändert. Ach so. Ja, hier geht's dann übrigens Richtung Vincent seine Stadt. Der Weg wird noch gemacht. Ist hier jemand durchgelaufen? Na, das ist Kies, das habe ich angelegt, so als Feldweg. Ich dachte, du bist jetzt gerade durchgelaufen. Nicht gesehen. Kannst du mal sehen. Kann ich sehen, aber wie? Nicht gesehen, kannst mal sehen. Da hinten ist noch die Ruine der alten Mühle. Ich habe angefangen, die Mühle zu bauen, dann war sie aber hässlich, habe ich es abgebaut und dachte, so wie es dann war, passt als Ruine, könnt ihr mal lassen. So. Die weiten Felder. Haben wir ja schon vor Ewigkeiten, habe ich das mal angefangen. Du warst auch mit dabei, Daniel, ne? Mhm. Hat sich halt in die Richtung noch erweitert, bis zu dem Tor dort. Hast du an einem Teehaus noch was gemacht, oder? Sieht so aus. Ja, habe ich schon gesagt. Ach so. Ja. Noch gar nicht gesehen. Das ist aber schon ein paar Monate alt. Ich find's auch geil bei Nacht hier. Ist die Ruine ein bisschen bemalt und hier habe ich mal einen Wegweiser gebaut. Mhm. Ich dachte schon, was hat denn die Lampe damit? Da fällt so. Senvira, das ist die Stadt von Vincent, der momentan auch auf dem Server ist. Halt. Ja, Windknorr, das ist der Vincent. F1. Lilias, was Lilias betrifft, da kommen wir später mal dazu.
und Turnierplatz, der ist auch mit entstanden. Wir wechseln mal wieder aufs Tageslicht. So. Sieht schon schön aus mittlerweile. Wird alles noch ein bisschen weiter, die Stadt von der Größe her, kommen noch andere Felder hin. Ich mache auch weiter hinten dann noch Zuckerfelder, dass das halt nicht alles nur Weizen ist, dass das ein bisschen unterschiedlich ist. Hier habe ich jetzt ein kleines Bauernhaus mal gebaut. Ich dachte so, den Platz muss ich näher als Feld mit anlegen, passt gut rein. Ist mir auch, ich sage jetzt mal, relativ gut gelungen. Da können halt die Karren rein. Ne, da sind die Pferde, sowas, genau. Hier habe ich einen Pferdestall draus gemacht. Und ich habe einen Knopf vergessen, hier kommt man. Und auf der anderen Seite habe ich hier Lager gemacht. Hast du überall den Knopf vergessen? Nee. So, Heulager für die Pferde und allgemein, was halt so beim Bauern drin ist. Die Kohlen. So. Voll gut, ey. Also. Ja. Mhm. Ja. Und hier haben wir dann einen Haupteingang. Oh. Zack, drinne. Hier kommt man durch. Ja, das muss ich noch ein bisschen ausbauen mit der Treppe. Das gefällt mir so an sich noch gar nicht. Ausbau 0. Wie immer. Ausbau 0, typisch bei Andy. Kommt, wann es mal kommen sollte. Hauptsache außen erstmal ein bisschen. Das ist eine doofe Sache hier mit der Klappe. Haben wir die Klappe auf der falschen Seite gesetzt? Ja, ist egal. Ja, und hier haben wir halt nochmal Dachboden mit Lager und alles drum und dran. Die Fenster habe ich auch vergessen. Ich bin doch so ein Idi. Ah, meine Maus klemmt schon wieder. Der kann nicht, der Junge, ne? Ich muss mal die Software aktualisieren. Nur dieses Alien hier. Wer verfolgt? Und Kinder klopft's dann von den Behörden. Sagen wir doch, wärst betrunken gewesen. Stimmt gar nicht, was du erzählt hast. Naja. So, eine kleine Schweinehühnerform. Ist jetzt wieder ganz unten, oder was? Was hat er gesagt? Hab's gerade nicht verstanden. Ist jetzt wieder ganz unten? Ach, ich bin ganz unten, ich bin sogar draußen. Ah, da, genau. Perfekt. Ja, und hier hinten kommen wir jetzt zum Dorf. Da habe ich einen Teil rüber kopiert, was da hinten vorher stand, weil mich das so ein bisschen, das hat nicht gepasst. Das Herrenhaus alleine, die Felder, okay. Und jetzt sind wir bei dem hier. So, damit die Viecher hier nicht drüber latschen, weil ich habe nämlich das Problem schon gehabt, dass ein paar Viecher hier lang gelatscht sind und Feldputt. Hier kommen dann noch ein paar Sachen mit hin, wie diese komische blöde Betsy, die habe ich nämlich auch schon mal vom Feld runtergejagt. Wo war's die? Die Namen Betsy? Oder was? Für mich sind alles Betsys. Beides Betsys. Warum denn gerade Betsy? Ah, ja. Hey, du kannst doch keine Kuh hier abschlachten. Vor laufender Kamera auch noch, ey. Willkommen hier bei Minecraft FSK 18. Ja, genau. So. Willkommen bei Minecraft! Wie viele Plugins hast du denn schon wieder drauf, Alter? Ich hab gar nicht viele Plugins, das ist ein Mod. Oder Mod? Das ist einfach nur ein Mod, dass mir angezeigt wird hier, wie viel Leben der da nach oben hat. Sehr schon. 20 von 20. Ist manchmal ganz praktisch. Und, oh scheiße, ich weiß es gar nicht. Nee, den habe ich wieder runtergenommen, weil es auf dem Server da geruckelt hat. Was ist das für ein Mod? Das ist einfach nur, ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt. Too Many Items hat es ja auch dran. Too Many Items, genau, weil wegen Bauen im Kreativmodus, da gibt es halt manche Blöcke, die kriegst du so, ne, wegen der IDs. Mod-Optionen. Kann ich gerade nicht gucken. Kann ich nein, ich bin doch ein Idiot. Mods. Ja, dann. Optifine, ganz normal. Minecraft Code Pack. Dann Forge Mod Loader, ganz normal. Minecraft Forge Too Many Items ist drin. Der Damage Indicator. Das ist das, Damage Indicator. Ah, ist klar. Okay. So, mehr Spieler. Oder reinpingen. Ich habe euch schon, weil ich es gerade gesehen habe, Localhost momentan 1.8 auf dem Rechner liegen. Das Problem mit 1.8 ist, es geht ein wichtiges Plugin, ne? Und das ist Landing King, wo man halt draufkommt mit hier Slash Land und Land Info und alles, dass man sich eigene Grundstücke kaufen kann. Man kann, muss ich das mal umstellen, eigene Grundstücke kaufen. Das Problem ist aber, Land Info geht nicht, Land Buy funktioniert nicht, nur Land kaufen und Land Sell und Land Verkaufen funktioniert auch nicht. Das heißt, wenn man das Grundstück gekauft hat bei 1.8, bleibt es auch dabei. Deshalb muss ich ein bisschen an dem Plugin nochmal was umschreiben. Das werde ich aber versuchen selber zu machen, weil das wird auch nicht mehr weiterentwickelt.
Und dann können wir auf der 1.8.1 wechseln. Soweit ist alles schon vorbereitet. Ja, wie gesagt, Dürfchen in Vorbereitung, in Entstehung. So ein kleines Außendürfchen. Ich könnte es auch mal auf der Karte dann mal mit zeigen, dass man so weiß, was gemeint ist. Das wär's. Ich hab's da direkt auf. So, Tag. Turnierplatz. Arena habe ich verschoben, kennen wir ja schon. Turnierplatz. Ich weiß noch nicht, ob ich den so lasse. Ich bin noch nie so zu 100% zufrieden damit. Ich würde schon noch ein bisschen was ändern. Da oben ist natürlich der Sitz von ja, den regierenden Amtsleiter, je nachdem. Warte mal, ich habe irgendwo... Nee, das Schild habe ich wieder weggemacht gestern. Das wollte ich nicht unbedingt so zeigen. Ich hatte mir einen kleinen Spaß für ein Rohr erlaubt, aber... Sagt gar nichts mehr. Nö, warum auch? Du bist gerade wieder extrem leise. Ja, ich muss ja auch keiner hören. Ja, ist okay. So, Turnierplatz. Soweit alles. Ja, das ist das, was jetzt hier am Außengelände mal dazugekommen ist. Was man noch sagen kann. Sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Da hinten hat sich auch einiges geändert. Ja, ich muss mal gucken, ob ich vielleicht noch ein bisschen was machen kann. So, hier sind wir immer noch, ist noch der Bau, ist Baulager. Und das ist das, das Teehaus, wie so, wie es der Scheid immer so schön sagt. Hat sich vergrößert. Das Tee. Zu dem Gerüst habe ich ja letztes Mal schon gesagt, bei Bauprojekten, wo ich weiß, dass es ein paar Monate dauert, weil ich noch keine Muse habe und noch nicht weiß, wie es weitergeht, baue ich immer die Gerüste. Hm. Ist halt so ein kleines Gimmick von mir mit. Redet man nicht drüber. Baustellenbereich. Sinnlos. Sieht aber von Weitem gut aus. Es hat was. Wenn man eine Baustelle bauen will, ja. Ne, ja, soll es ja auch. Deshalb sage ich schon. Und ist es so gebaut, dass du sogar bauen kannst? Bei einer Baustelle. So, wie viel mal Bau haben wir jetzt in dem Satz verwendet? Bau. War nur ein Satz? Das war jetzt alles ein Satz mit Komma. Genau. Nebensatz, alles drum und dran. Nebensatz und Nebensatz und so weiter. Und in einem Nebensatz mit einem Nebensatz und einem Nebensatz im Nebensatz. Ja. Sehr schön. So, der Tunnel. Ja, mal gucken. Schon so lass. Anders mach. Die Hütte, wo wollte ich denn jetzt hin? Wo bist du überhaupt? Ich bin schon wieder in Kandor. Ja, auf einmal bist du weg. Typisch. Dann gehe ich halt wieder zu meinem Gottespalast. Na, du brauchst doch, ich bin doch hier direkt unten. Wo denn? Ach, na, da hinter oben. Dir. Da oben, ach so. Du warst doch immer weg, sorry. So, jetzt bin ich unten auf der Straße. Ich sehe es, ich verfolge dich. Gut. Die Eier, bevor ich die hier noch auslöse, so. Gehen wir mal über die Brücke. Ich lüfte es mal so ab wie jeder andere, der keinen Flugmodus besitzen kann. Jetzt kommen wir wieder auf Shades Stadthaus. Bleibt immer noch da. Boom! Kommt da runtergeknallt, der Kiri. Kiri. Kirlin. Das Bootshaus, das ist immer. Oh Gott, die habe ich auch noch nicht. Ich dachte, das hätte ich mal fertig gemacht. Tja. Ja, dann halt nee, ne? Wen hat's du fertig gemacht? Ja, das hier hatte ich fertig gemacht. Mhm. Oder das andere, ne? So, wie kam man jetzt? Habe ich einen Zugang darüber? Ah, hier drüber springen. Hat's gebaut und weißt es selber nicht mehr. Nee, es ist halt alles so ein bisschen unfertig. Wie wir schon mal hier hoch zu sehen können, hat sich da was getan. Das ist dazugekommen, das ist mit dazugekommen und das ist mit dazugekommen. Und der Dschungel ist weg. Oh nein, der schöne Dschungel. Ach, scheiß auf den Dschungel. Ich brauchte das Holz. So, wir laufen es mal ab. Wir laufen es ab. Nein. Ging irgendwo eine Gasse rum? Nein. Na ja, hier. Hier müssen wir lang. Oder Gott. Ich geh mal hier lang. Es ist halt, wenn man nur im Flugmodus arbeitet. Ja, lang. Ja, genau. Ich könnte ein Kameramann sein, glaube ich. Was? Ich könnte ein Kameramann sein.
Ui, kriegen wir eine Dokumentation. Nee, so. Oh, Scheiße, sieht total cool aus, wenn du da durchläufst und ich hinter dir her. So, Vogelperspektive. Oh, jetzt ist Scheiße, warte. Man betrachte die neu entstandenen Bauwerke. Genau, der Wasserfall ist weg, der kommt dann später wieder zu. Den musste ich, da war ein Wasserfall hier. Da ist Wasser runtergeplätschert. Den musste ich erstmal wegmachen, weil oben war der kleine See im Weg. Gehen wir erstmal zu Altbekannten mit? Ja, wir gehen erstmal mit Altbekannten. Scheiße, nochmal zurück. Wo bist du? Ich bin jetzt hier oben übrigens auf dem Berg, falls du mich suchst. Es wird schon wieder dunkel. Hell. Zack. Ich sehe seinen Schatten, er ist über mir. Da. So. Hier kommen wir raus, das war schon immer so. Hier stand bloß Wald. Das war noch nie. Das da hinten war schon. Da muss ich noch die Treppen reinsetzen. Das ist bloß alles grob geplant hier. Hier haben wir dann einen kleinen Vorplatz. Da kommt noch ein kleiner Brunnen mit hin, zwei, drei Bäumchen. Und so ein, ja, ich sag jetzt mal, Ausblick auf die Stadt mit hier. Es fügt sich langsam alles ein bisschen so miteinander. Fällt die Kathedrale immer noch. Boah. Sieht schon recht krass aus. Da die sogenannten Hanghäuser. Können wir gleich hier lang gehen. Häuser. Hanghäuser, ja. Das ist halt über die Stützen alles. Nee, wir gehen nicht über hier lang. Wir nehmen Tunnel. So wie es vorgesehen ist später, nehmen wir das auch. Wir müssen ausarbeiten. Hanghühner. Genau. Die sind ganz böse, die Hanghühner. Haben wir ein langes und ein kurzes Bein, ne? Das ist wie mit den Schneehummeln, die gibt es nur im Winter. Das sind saugefährlich, die Viecher. So, und dann kommt man erstmal hier raus. Da sieht man wieder die eklatante Bauweise. Halt die Klappe, das ist noch eine Fertsch. Da ist eine Kiste im Boden, ich hab's ganz genau ja, gesehen. Ja, halt die Klappe. So, dann egal. Eklatante Bauweise. Wie gesagt, das hatten wir schon. Die Hütte hatten wir schon. Die ist dazugekommen. Da war ein Kreuz an der Seite zu sehen. Was? Mach's weg. Idiot. hier muss ich noch eine Verbindung bauen. Wenn man mal so rüberschlünzt, sieht man, dass die dazugekommen sind. Und da unten soll es dann weitergehen. Da hat es schon angefangen zum Teil. Ich komm hier nicht durch. Gibt's da einen Balkon? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, den habe ich nicht eingesetzt. Scheiße, hier ist der Tresen. Nicht so aus. Wie? Wo ist die weg? Ich kann zaubern. The Magic Mike. Nö, scheiße. Mist, natürlich nicht scheiße. Okay. Dann kommen wir dort halt nur über den nicht offiziellen Weg rüber. Ja. So, genau. Das ist halt die Hütte, die ich... Es wird dann unten noch mit verbunden. Habe ich schon mal ein bisschen, ich hätte es schon gesagt, Beton gegossen, aber ist Felsen gesetzt. Das kommt dann hier noch rüber, so eine kleine Mauer. Da kommen hier auch noch einzelne Häuser hin. So, da hinten sieht man schon, ist noch ein Herrenhaus. Besser gesagt eine Luxusvilla. Da. Oho. Das ist so ein bisschen Privatgelände, ein bisschen abgeschottet vom Ganzen. Und hier unten, ich denke mal, der Robert kommt schon wieder. Ah, doch, da kommt noch. Und hier unten das Hütchen haben wir noch hingesetzt. Hm? Und das wird dann alles ein bisschen mit Wege und Straßen und so etc. miteinander verbunden. Das ist dann auch, denke ich mal, gut miteinander fest. Fliegen wir mal dahinter. Na, fliegen. Da fliegen wir. So. Ich sag gleich, ist nicht mein Werk. Der Dank geht wieder an meinen guten japanischen Freund aus Frankreich. Lass dir das auf der Zunge zu gehen. Mein guter japanischer Freund aus Frankreich. Er studiert gerade dort. Sprachwissenschaft. Kann man sowas studieren? Ich hab's mir selber noch gar nicht so richtig angeguckt. Ich finde nur, ja, es ist halt... Ich hätte keine Lust dazu, das so zu bauen. Ein bisschen asiatisch angehaucht, oder?
Naja, bei einem japanisch-französischen ist dunkel. Hier ist es dunkel. Das liegt doch nicht daran, dass er aus Japan kommt, oder? Nein. Nein. Sag mal, ich will... Das ist der französische Einfluss jetzt. Ja, ich denke, oh, das ist eindeutig der französische Einfluss. Ja, genau. Aber das ist hat ziemlich offensichtlich. Aber man merkt, der baut immer noch, naja, auf altbewährte Art und Weise. Junge, es gibt Lehm. Ja, ich nehme mit Wolle. Klar, mit Wolle. Geil. Auf Wolle laufen ist viel schöner, als auf Lehm zu laufen. Ja, es geht hier um die Wände. Guck doch mal, was sollen das Gardinenvorhänge sein, die nach draußen gehen? Wahrscheinlich. Ich kann auch Wände nähen. Haut doch mal ab hier, Mensch. Aus Wolle. Wolle Kerzen. Ist ja schön, dass er das gleiche Texturpack wie ich verwendet, aber. Oder wie wir. Aber Kerzen, die kennen nicht, man. Nee. Finster wie im Bernarsch, ja. Ist doch furchtbar. Muss ich erst eine Fackel in der Hand nehmen, dass ich was sehe. Nee. Das Bett sieht gut aus. Das ist ein großes Bett. Eine schöne Spielwiese. Ja. Aber, na. Das mach ich später. Satz, Hatz. Aber von innen sieht es ein bisschen auch aus wie ein Freudenhaus, oder? Hier jetzt gerade. Wie was? Auch ein bisschen wie ein Freudenhaus, oder? Irgendwie, ich hatte es gerade, was denkst du, wie so Spielwiese, ja, also. So, ja. Aber halt für die, die ein bisschen mehr Geld ausgeben. Ja, so das Pedobordell. Genau. Wie kommt man aufs Dach? Da finden dann ja, Gangbangs cool. statt. Ach, das sieht geil aus. Na, Hauptsache hier hat er die richtigen Fackeln. Ja, das ist, denke ich mal, wegen dem Monster dann. Sieht schon geil aus. Boah, hat was. Also, da unten kann man mit dem Schiff durchfahren. So, genug gelichtet. Boah, da ist Schluck auf. Im Unterdrückt. Ach, diese Amateure. Das heißt, ich mal Forge draufhauen und Optifine. Ach, da auch noch. Junge, muss ich alles nacharbeiten. Ja. Ich weiß noch nie, ob ich den Dschungel hier lasse oder ob ich den konsequent wegrode. Das entscheide ich bestimmt. Doch. Ja, zum Teil, aber hier kommen zwei, drei solche Häuser haben hier gar keinen Platz mehr. Ein Haus baue ich irgendwo noch so auf die Art und Weise mit hin. Mhm. Und das hier oben wird aber voll gebaut, das weiß ich. Da kommt noch komplett Häuser rum. Hier kommt eine kleine Brücke, die müsste ich aber schräg bauen, das weiß ich noch nicht. Und hier kommen noch die Häuser hin. Und dann wird das hier unten nochmal neu begrünt, abgesehen von dem Stück. Eine schräge Brücke. Ich weiß es noch nicht. Entweder schräg oder ich baue sie zurück. Das ist immer relativ schwierig. Man kann es machen. Ich sag mal, das ist ein gutes Beispiel als Gebäude, was die Schräge betrifft. Aber arschig. Sag ich, wie es ist. Sowas ist richtig arschig. So, den Strand, weiß ich noch nicht, ob wir den ausbauen als solches. Warum lädt er die Texturen hier am Rand nie noch? Verstehe ich nicht. Hab ich hier. Hallo? Das eigentlich. Warum habe ich jetzt bloß 20 FPS und. Hä? 25. So. Joa. Sieht interessant aus, ja. Was noch entstanden ist, ist hier hinten ein Schiffchen. Hat man noch ein Schiffchen gebaut? Kleines Möp-Möp-Schiffchen. War die Verniedlichung beabsichtigt, oder? Was? War die Verniedlichung beabsichtigt, oder? Was? Schiffchen? Hm? Ja, das ist ja bloß ein Schiffchen. Welches meinst du denn? Na, das, wo ich gerade bin. Überhaupt? Ja, du bist schon auf dem frischen Weg. Ja. Ich umkreise es gerade. Es ist ein Schiffchen. Ein Schiffchen. So. Ein Schiffchen. Die hat man ja schon. Das ist einfach nur ein Boot. Brauche ich nicht sagen. Das ist ein Schiffchen. Das ist ein Boot. Das ist ein Wikingerbötchen. Das richtige Wikinger habe ich dann noch weiter hinten im Hafen. Ja, Bötchen. Genau, das hinten ist ein Schiffchen und das ist ein Bötchen. Dieses riesige Kränennest auf dem Ehenschiff. Was Kränennest? Hier hinten dann, oder was?
So, wie man sieht, mein Texturpack verläuft wieder einwandfrei. Ganz meine Ideen sind es nicht alle, muss ich zugeben, logischerweise, weil ich habe mir nie alles so aus dem Hut gezogen. Ich habe mir von anderen ein bisschen was mit abgeguckt und ein bisschen was mit abgeändert und ein bisschen was nachgebaut. Von kreativen Ideen mal woanders mit hergeholt.